Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Zomboid mit den lieben Dustin und den Robert. Hallo. Yes. Yes, sagst du, okay. Yes, yes. Und die armen Boys müssen jetzt erstmal essen gehen. Nom, nom, nom. Oder? Ja, ja. So meine ich, wir nehmen mal die Leichen mit runter. Das sieht ja grauenvoll aus. Nimm mal Leiche mit. Nehmen. Da liegt noch eine, oder? Ja, nimm mal die andere mit. Aber hatte ich die letzte erst was gegessen? Man hat immer. Nehme ich die Leiche mit? Ja, mit Rechtsklick draufklicken. Und dann kannst du die Leiche nehmen. Beta-Blocker sind doch was Gutes. Leiche nehmen. Wo ging's runter? Treppe. Sehe ich das, wenn ich die Leiche trage? Nee, oder? Nee. Nee. Habe ich die im Rucksack? Aber ich hab die, okay, die wird da oben angezeigt. Extrem schön. Habe ich die Leiche? Muss zur Tür raus? Ja, schmeiß sie irgendwo vorne hin. Hey, bin ich blöd? Habe ich die gar nicht mitgenommen? Wo seid ihr denn überhaupt? Ich bin gerade draußen. Unten bin ich gerade. Ich überlege gerade, was ich essen soll. Wo bist du? Ich bin hier draußen vor der Tür. Ja, hier Ach bin da. Ich. Und das denn ist nach Nahrung suchen? Ja, kannst du mal machen. Wie die Leiche hier ablegen. Ich esse mal jetzt eine Dose Hundefutter, auch wenn es nicht gut schmeckt wahrscheinlich. Ich gehe jetzt nach Nahrung suchen. Ach, ich muss mein ganzes Zeug noch wegschmeißen. Und ich habe die Leiche gar nicht mitgenommen. Das dauert aber ewig. Ja, wenn mich jetzt ein Zombie anfällt, weil ich sehe nichts. Ja, du kannst es ja. Boah, das hat nicht gereicht. Du kannst es ja auch abbrechen, wenn du wegläufst einfach. Ja, schon klar. So. Kennt ihr noch so ein Buch? Habt ihr irgendwo eine Kiste, wo man Zeug lagern kann? Geht das? Ja, hier sind mehrere wir sortieren Kisten. Das eigentlich alles. Ich habe ein bisschen zu viel Gewicht. Ich muss mir was ablegen. Augen-Make-up. Abgeschlagener Stein? Ja, den nehmen, mitnehmen, mit ist gut. Wenn du jetzt noch einen Ast hast und einen Stofffetzen, dann kannst du da draus was machen. Eine Axt. Mann. Gewicht 0,1, Reisig 0,1. Ich brauche was viel Gewicht hat. Ne, du kannst es ja auch hier drinnen mit einsortieren. Einfach die ganzen Sachen hier drinnen, was auch immer du hast, Essen in den Kühlschrank, ansonsten in die paar Kisten einfach, die wir da hinten haben. In die Küche sozusagen. Schüssel. Mal ist hier hinten drin in den letzten, wo du gerade davor stehst, das Werkzeug mehr oder weniger. Hat jemand. Müllsack, Kleber, Axt, Kaputtschachtel mit Schrott. Hat jemand einen Stift? Nein. Mist. Ach, hier in den Kühlschrank soll Essen rein? Genau. Genau. Aber, und mein Saatgut, wo kann ich mein Saatgut hinpacken? Das, wo ich davor stehe. Stimmt, ich habe noch ganz viel Zeug dabei. Genau, in den Schrank. Muss ich mal einsortieren noch. Aber wo die Gießkanne auch drin ist. Genau. Karotten? Lege in Behälter. Karotten. Schmerzpillen. Eimer mit Wasser. Schmerzpillen kommen ins Bad, glaube ich. Ich glaube, wir wollten ja noch ein bisschen verbarrikadieren, weil ich habe jetzt 200 Nägel. Und Laken haben wir auch. Also ich schmeiß mal die Laken auf den Boden. Leeres Notizbuch? Das kommt in den Bücherschrank. Ans Bücherregal. Warte, der ist hier drüben. Hier drüben. Hinter der Tür mal zu machen. Hier. Ja, da ist der Bücherregal. Ah, hier kann ich auch jagen für Anfänger. Lege in Behälter. Genau, da kommen die ganzen Bücher rein. Ach, wenn du Hundefutter essen solltest, dann bist du danach unglücklich. Dann musst du Ich bin auch so etwas unglücklich und geringfügige Schmerzen. Ja, dann musst du ein Buch lesen oder so. Am besten. Aber warum habe ich Schmerzen? Mir geht's doch gut, ich habe noch verdreckte Bandagen. Warte mal, wo stehst du? Hey, wo bist draußen. Du? Hin? Ich bin draußen. Türen immer zumachen, du lässt die immer offen. Da sieht er, wenn der Gegner hier reinkommt. Nee, aber sonst wird man es ja hören, wenn er anklopft. Ich habe auch Antidepressiva, wenn du so traurig bist, kannst du das auch mal einwerfen. Ich bin ja etwas unglücklich. Bin da wirklich auf Zeit, ich brauche einfach ein Buch oder so. Also ein Magazin. Doch, geht mir eigentlich ganz gut. Möchte jemand von euch beiden noch ein paar Bäume fällen und ein bisschen was sägen? Ja, kann ich. Wir können aber auch die Baumstämme ranholen. Ja, ich brauche nämlich noch ein paar Bretter, um hier das ganze Zeug zu verbarrikadieren. So, liegen draußen noch Bretter? Das ist die andere Frage. Nee, Baumstämme. Ja, zersäg mal noch ein paar. Nee, ich bring die zum Haus und dann können wir die dort zersägen, würde ich meinen. Also Nägel habe ich mehr als genug jetzt. So, noch die Orangenlimonade vielleicht in den Kühlschrank. Ich glaube, Essen haben wir auch ganz gut. Hat jemand eigentlich mal die Beete kontrolliert? Oh, ich habe Hunger.
Noch ich hab Hunger. Nicht. Und drin ist auch noch Wasser, wenn ich das zu den Beeten bringen soll. Müsste mir ja, sagen, ja, was ist. Du musst halt ab und zu mal rechtsklick auf die Beete machen und dann schauen, ob da noch genug Wasser ist. Ich weiß nicht, wo die Beete sind, aber ich weiß mal, was da ist. Achso, die haben wir dir noch gar nicht gezeigt, gell? Komm mal raus. Ja. Oh nein, was mache ich? Komm mal, ich habe alles genommen. Ja, komm mal mit hier raus. Ich finde das Inventar ziemlich verwirrend, weil manchmal öffnet sich das manchmal nicht. Hier draußen okay, sind... Okay, was esse ich? Was esse ich? Ist egal, denke ich. Du kannst Dose mit Hundefutter essen oder irgendwas anderes. Jetzt bin ich durstig. Da gehst du einfach zum Wasserhahn. Okay, trinken. So, ich nehme mal die... Was ist, wenn der Wasserhahn irgendwann alle ist? Ja, wir müssen halt demnächst was bauen, damit wir Wasser auffangen können. Wir brauchen einen Tischler auf Stufe 3 bald, was das denn ja, ich hab, machen bin wird. Momentan... Zwei fast. Kuchen, zwei Stück Joghurt. Fertig. Essen. Alles. Du hast den Joghurt jetzt gegessen, das Käsestück. Das was auf dem Boden lag, das war verrottet. Ja. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich habe nur eins davon gegessen. Ja. Ich habe immer noch Hunger. Aber das macht dich alles so langweilig. Ja, du hast das Käsestück oder was auch immer gegessen. Das macht dich jetzt ziemlich unglücklich. Ich höre dich einfach nur mampfen. Das nee, sind die Beete. Gut, das denn. Info. Das Abif muss 14 Tage, glaube ich, wachsen. Und ist alles sehr gut bewässert. Und die sind noch nicht mehr krank, also die sind jetzt wieder gesund. Hast du das Holz mitgenommen? Ja, ich bin gerade am Verbarrikadieren. Ich mache die Fenster noch alle zu. Warum kann ich nur oben nach Nahrung suchen? Oh, hier oben steht ein Zombie. Ja, dann töte ihn mal. Ich habe eine Waffe, glaube ich, gar nicht. Sieg mal noch die anderen zwei Baumstämme, wir brauchen noch mehr Holz. Jojo, ich bin schon dabei. Wir hatten noch ein Buch, oder? Für Tischlerei. Haben wir das verloren? Jagen für Anfänger, Kochen für Fortgeschrittene. Tischler für Anfänger, ja okay, das ist zu spät. Wir brauchen jetzt ein Tischlerbuch, wo das ein bisschen fortgeschritten ist. Für Stufe 3. Oh, aber ich könnte auch noch Fähigkeiten sprinten, ne? Können wir upgraden und Instandsetzung können wir upgraden. Dann machen wir das. So. Ich glaube, von den Brettern her reicht's fast. Ja, ich hol noch zwei Baumstämme. Ich mach das hier alles ganz hübsch. Du machst es hübsch. Das Interessante, ja, er verbarrikadiert von innen gerade und die Bretter werden außen angebracht. Ist auch gut. Okay, ich habe zwei Skillpunkte übrigens, ne? Ja gut, muss halt gucken. Soll ich mich fixieren? Im Moment kannst du gar nichts, weil das ist ja, wenn du auf Fähigkeiten gehst, siehst du ja, ob du was schon voll hast und das ist dann so ein Plus drüber. Und wenn du dann das Plus ist, kannst du dann nur den Skillpunkt reinsetzen, dann wird das geskillt. Ah, ich kann jetzt unsere Beete sogar zu basteln, glaube ich. Warte mal, Wände. Wand, ich kann eine Wand bauen. Was kann ich noch bauen? Einen Zaun. Ja, ich kann einen Holzzaun bauen. Ich baue mal hier einen Holzzaun außen um unsere Beete rum. Na, ich habe ja ein bisschen was, habe ich schon Punkte drin. Ich habe halt auch noch zwei übrig. Hoppala. Ja, aber du musst erst die Fähigkeit fertig gelernt haben bis 75 Punkte. Und dann kannst du dir erst den Fähigkeitspunkt reinsetzen. So, wie dreht man das Ganze nochmal? Ich habe Erfahrungspunkte. Was machen wir mit Erfahrungspunkte? Ja, die kannst du später einsetzen. Noch bringen mir die gar nichts. Wahrscheinlich nicht, genau. Weil du musst das Feld muss ganz ausgefüllt sein. Und dann kannst du das aktivieren, das Feld. Ich bin gerade am überlegen, wie ich die Bausachen hier nochmal drehen kann. Ich noch mal nachgucken. So, ich brauche noch mehr Holz. Ja, ne, müssten noch 6 Bretter liegen. Ja. So, aber ich glaube, dass die Tischlerei, wobei geht so ein bisschen voran. Können ja jetzt gleich auch noch mal irgendwie ein paar Häuser looten gehen. Ja. Also ich lese gerade meinen Jagen für Anfänger. Ich glaube, das kann man ja ab und zu mal gebrauchen. Im Moment gar nicht. Jagen nicht? Ich jage echt mit Pfeil und Bogen und nicht da drauf rumprügeln. Wir können im Moment nichts jagen.
Und selbst wenn du das dann gelesen hast, dann bekommst du ja bloß einen Booster drauf, dass du schneller lernst. Eben. Angespannt. Ich bin etwas nervös. Warum bin ich nervös? Hast du eigentlich schon viel gebaut gehabt, Lukas? Weil ich weiß gerade nicht mehr, wie man die Wände dreht und so. Ah, mit R war das genau. Mit R, stimmt. Also kann ich die... Warum sehe ich jetzt die Wände nicht mehr? Du hast ja gerade einen Zaun. Ja, ja, die, du musst andersrum. So. Ja. Da würde ich mir mal noch eine Axt machen und mal ein paar Bäume dort wegmachen. Ja, ich glaube, ich brauche noch einige Bretter, um das alles fertig zu bauen. Was machst du überhaupt gerade, Robert? Ja, ich lese das Buch. Ach, du liest mein Inventar durch. Also abgeschlagenen Stein kann ich gebrauchen. Ja, den kannst du eigentlich... Hast du den noch? Den könntest du eigentlich mal mir geben. Wo bist denn du gerade? Kann ich... Ich stehe vorne beim Bücherregal. Kann ich während ich lese was fallen lassen? Ich glaube nicht. Aber selbst wenn, du bleibst bei auf der Seite, du musst ja bloß wieder dort weitermachen. Achso, also ich kann Bücher anfangen zu lesen, mittendrin abbrechen. Genau. Fallen lassen. Okay, Leute, lass mal vielleicht irgendwas machen, weil das Bauen, das dauert noch ein bisschen. Ich kann ihn nicht fallen lassen. Ich move einfach mal und jetzt habe ich es fallen lassen. Jetzt habe ich dann. Reisig ist reisig auch. Wertvoll? Im Moment eigentlich nie. Okay, also kann ich einfach fallen lassen. Ja, immer schön einsortieren eigentlich, ne? Sonst haben wir irgendwann einen totalen Saustall in dem Haus hier. Okay. Den Reisig würde ich da hinten reintun, in da wo auch die kaputten Äxte drin sind und die Nägel. Die Schrotpatronen tun wir woanders rein. Mal gucken, vielleicht in die... Das hier oben, genau. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, dann lass mal... Irgendwie weitergehen. Noch was suchen oder so. Ja. Ich finde es aber mit den Inventaren komisch. Warum öffnet und schließt sich das mein Inventar von an? Ja, wenn du irgendwo dranläufst, öffnet sich das meistens, oder? Nee, wobei. Ich kann ja da einfach per Net offen haben. Das wäre mir viel lieber. Aber das zeigt dir dann nicht immer alles an. Kommst du mit raus? Bin auf dem Weg nach draußen. Ist bei euch eigentlich gerade Musik? Bei mir wäre gerade leise Musik im Hintergrund an. Also bei mir zwitschert es nur ein bisschen. Als ich nämlich die Tasten durchgedrückt habe, ist die Musik plötzlich ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die dadurch ausgeschaltet habe. Oh je. Professionell. Ja, natürlich. Hört man sich fleischen. Ja, Genauigkeit. Ich glaube, hier unten, lass mal hier unten durchgehen, da ist nämlich auch noch ein großes Haus. Ich bin durstig, das ist ja super. Na, das können wir gleich hier. Weißt du, wie man das jetzt einfach machen? Hier ist einer drinnen, wie es aussieht. Ja, da kommt er. Oh, der ist sogar rausgekommen. So. So, entfernen wir mal. Achtung, nicht durch das Fenster gehen. Ich glaube, sonst ist keiner mehr drin. Ja, jetzt können wir durchgehen. Jetzt können wir durch das Fenster gehen. Ich schau mal in der Küche im Hinterzimmer noch. Das ist nichts. Tischlermeister und ein normales Mann. Oh, hier oben ist noch ein böser. Tischlermeister, das ist gut, das kann ich vielleicht gebrauchen. Hier oben ist noch ein böser Mann. Das ist ab Stufe 9 bis 10. Ah, okay, na, dann kann ich es nicht gebrauchen. Noch nicht. Kochtopf? Hatten wir eigentlich schon einen Kochtopf? Ich nehme mal einen mit, aber... Hier ist Essen drin, hier unten Dosen. Ja, ich habe auch ein bisschen was gefunden. Dose mit Suppe auch noch, Dose mit Thunfisch. Sehr gut, haben wir wieder was zu essen. Oh, endlich habe ich den kaputt gemacht. Ist oben alles sauber? Ne, da ist noch einer im Bad. Nein, da ist noch einer drinne. Ja, noch ein zweiter. So, weg ist er. Beta-Blocker, Erste-Hilfe-Kasten, das ist sehr gut, den nehme ich mit. Da basteln wir mal ein bisschen was zusammen. Dann haben wir immer was dabei, um uns zu verarzten. Hier ist noch einer. Und mir ist übel, ich brauche... Ja, du hast wahrscheinlich halt durch das verrottete Essen. Ah, endlich eine Pistole. Sehr gut. Ich müsste auch was essen, beziehungsweise. Soll ich dir Chips auf den Boden schmeißen? Unterwäsche ist hier. Ich schmeiß dir mal Chips auf den Boden, die kannst du essen, wenn du Hunger hast. Die liegen jetzt bei dem Zombie. So, ansonsten hier hinten ist, glaube ich, ist da noch ein Raum? Ja. Ess einfach erstmal bloß die Hälfte, Robert. Oder ein Viertel. Wo liegt der Zombie noch rum?
Was Chips. Bitte? Essen die Hälfte. Ja. Und dann kannst du dann nochmal die Hälfte essen und dann ist es erst alle. Ja, ja, das macht schon Sinn. Wo ist hier noch irgendwo ein Wasserhahn? In der Küche, oder? Ja, in der Küche. Hier. Medizinisch untersuchen? Nein, du wirst doch hier trinken. Hier ist der Wasserhahn. Ja. Ah, ich trinke auch nochmal. So, ist mir noch etwas unwohl. Egal. Dann lass mal zu den, ja, zu diesen Häusern da laufen, zu diesen kleinen. Und ich bin etwas angespannt. Aufgewühlt. Das sind die üblichen Symptome von Tod. Oh, da sind, okay. Da sind viele. Sollen wir uns um die kümmern? Ja, klar. Komm, die kommen zu uns. Die kümmern sich um uns. Oh Gott, sind das viele. Ja, wie viele sind es? Einige. Noch sechs. Oh, hier sind noch drei drin, oder? Komm ein bisschen zurück. Oh, warte, ich komme. Da sind auch noch mehr drin. In den Haus sind noch mindestens vier. Ja, das kriegen wir hin. Sehr gut. Ich bin aber mega panisch. Ich glaube, ich erstmal kurz meine Beta-Waffe, die wir die hier kaputt gemacht haben. Einer liegt noch am Boden. Deine Waffe ist kaputt, glaube ich. Habe ich gemerkt, aber... Weißt du was? Ich gehe einfach hin und ich stamm drauf. So, Baseballschläger. Ja, die hatten alle nichts dabei. Schade. So, um den kümmere ich mich auch noch. Ah, jetzt. Kommst du ran, Zombie? Oh, jetzt will er durchklettern und jetzt liegt er auf dem Boden. Kannst durchkommen, Robert, ja. Ich glaub den derweil mal noch ein bisschen kaputt. Cyan und Weiß, Farbe brauchen wir nicht, ne? Nee, momentan nicht. Ist sonst noch was da hinten drin? Nee. Ist das hier eine Tür? Oh, da kommt einer durchs Fenster. Oh Gott. Ich kümmere mich an die hier vorne. Ja. Lukas taumelt entgegen. Okay. Zumachen. Schlüssel, Kreditkarte brauche ich beides nicht, oder? Nee. Schlüssel kannst du zwar Sachen dann abschließen, aber musst halt erstmal rausfinden, für welches Haus das ist. Nägel! Gut, Nägel haben wir ja auch ziemlich viele. Dose mit Mais nehme ich mal mit. Lippenstift und Wattebällchen brauche ich auch nicht, oder? Wattebällchen kannst du mitnehmen. Da kannst du dich desinfizieren mit. Wenn du Alkohol zum Beispiel hast oder irgendwie Desinfektionsmittel. Mhm. So. Okay, da haben wir das. Englisch. Da unten sind auch noch drei. In dem Haus sind auch welche drin. Hier sind das drin. Mhm. Oder da oben sind aber auch nochmal, ne? Hier oben sind auch nochmal relativ viele. Und irgendwie, ich habe ein Level up. Lebt er noch? Ne, der ist tot. Okay. Genauigkeit. Sehr gut. Ja, dann versucht mal die Fenster aufzukriegen. Ja, das eine ist offen, der kommt gleich raus. Da ist noch mehr drin. Ja, noch einer, oder? Oh, scheiße, ich hab's zu tun. Da drüben sind auch noch relativ viele. Good job. Da kommen ein paar, Ja, die kommen hier klar alle rein, denke ich mal. Uah. Drei. Die kommen rein, ne? Ja. Wollt ihr mit draufhauen? Durchs Fenster kann auch einer kommen, ne? Ich bin noch draußen. Ich habe hier draußen noch zwei bei mir. Und einer ist noch an der Nähe des Fensters. Lebt er noch? Ja, der lebt noch so. Oh. Da kommt einer hinter dir. Kommt dann noch einer? Ich weiß. So. Sehr gut. Okay. Ich bin wieder durstig. Hier drin ist ein Waschbecken zum Trinken. Welches Fenster soll ich kommen, weil die sind alle noch kaputt. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen, ja. Oh. Habe ich gesehen. Eine Puppe ist hier drin, aber die brauchen wir, glaube ich, nicht. Küche ist nichts mehr? Nein, aber ich da gerade noch Gegner. Oh, doch, Streichhölzer sind hier noch. Nehmen wir mal mit.
gleich oben das rüber, oder? Ja. Ein Pumper. Oh, das Fenster war offen. Drinne. Ich mach die Tür auf. Achso, ich hab auch noch was entfernt. Ich weiß jetzt gar nicht, waren da Splitter? Ja, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich echt nicht verletzt, als ich durchs Fenster gekrabbelt bin. Das ist ein Wunder. Das ist echt ein Wunder. Das kenne ich gar nicht von dir. Buch. Der Notizbuch nehme ich mit, ja, oder? Nimmst du mit. Wenn du einen Stift hast, kannst du da rein kritzeln. Ich lese einfach ein Buch, damit es vielleicht auch besser geht. So, was haben wir hier hinten? Auch nichts. Oh, da ist noch ein Zombie. Alles? Da ist noch ein Zombie hinter der Tür. Okay. Oh, ein Stift. Sehr schön, da können wir mit schreiben. Tote Maus, Nahrungsmittel. Ist die verrottet? Ja. Verrottet, ungekocht. Ja, dann brauchst du sie gar nicht mitzunehmen. Minus 50 Unglücklichkeit. Ist hier diese Mülltonne was drin? Ab und zu. Ab und an vielleicht, aber... Also mit nachschauen. Wollen wir nach oben oder wollen wir auf den anderen runtergehen? Wir können ja auch hier oben die noch nehmen. Ja, nehmen wir die oben noch mit. Mhm. Hey, ist gar nichts. Dort oben ist eins. Wo seid ihr? Hinter mir. Können auch noch weiter hochlaufen. Ja, genau. Da oben sind auch noch welche, ja. Hatten wir den hier drüben schon? Nee, da stehen ein Zombie davor. Ja, da stehen noch einige Zombies. Mache ich die Tür auf, wenn er da. Ja, der eine klopft noch ans Fenster. So. Ich überlasse euch mal die Action und Loot hier. Noch ein Stift. Stift. Ja, nimm mit. Nehmen. Hab ich. Nice, Stift. Rotwein kümmert uns ein schönes Dinner machen. Kannst du dann deine Memoiren aufschreiben? Ich in der Zombie-Apokalypse. Werde ich so, tun. Andere ich hab Hunger. Hier? Mein Baseballschläger ist kaputt. Nein. Oh, 9 mm. Wir haben Munition, Leute. Und eine Pistole. Jetzt können wir rumballern. Na, würde ich aber jetzt noch nie machen, ehrlich gesagt. Nee, das machen wir. Aber nur jemand Treffsicheres. Ja, wir treffen alle nichts wahrscheinlich. Ja. Nein. Wo bist du, Lukas? In dem Haus über euch. Habt jemand von euch noch eine Waffe? Ich glaube, Lukas ist gleich tot. Ja, ich glaube auch. Nee, ich bin dort rein, statt lauter Zombies drinne. Dann bin ich ins Bad, hab mich dort eingesperrt und bin durchs Fenster hinten wieder raus. Dort sind einige drinne. Hat jemand noch von... Nee, die kannst nicht öffnen, die ist abgeschlossen. Oh. Hat jemand von euch noch eine Waffe? Nee. Weil ich hab mich... Ja gut, ich battle mich einfach mal so, ich stumpf die um. Komm her! Hinter dir! Ah! Ja, ich versuch die da umzustumpfen, aber... Jetzt da drauf. Ja, mach drauf, was denn? Meinem mächtigen Fuß. Der Fuß des Todes. Da ist noch einer, da kommt noch einer durch. Der klettert wieder zurück. Tür ist offen. Ein Taschentuch, brauche ich ein Taschentuch? Wenn du krank bist, kannst du die Nase putzen. Außer zum Niesen, Husten zu unterdrücken. Ja. Das ist ja auch nicht schlecht gemacht. Also wenn ihr was, eine Waffe findet, irgendwas, dann sagt Bescheid. Ja, da brauche ich einen Wasserhahn. Buttermesser. Kochtopf hast du von uns mitgenommen, ne? Ja, Kochtopf habe ich. Ich nehme das Küchenmesser, aber ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ich habe Unterwäsche, damit kannst du vielleicht die Zombies abwehren. Nee, ich glaube nicht, dass das geht. Inventar, was so, haben ich habe jetzt ein Messer. Ja, wenn du dir eine Unterhose über den Kopf ziehst... Dann sehen sie nichts mehr. Oh ja. Mhm. Habt ihr schon alles durchgeguckt, den Rest? Ich glaube schon, ja. Mhm. Oh, da oben sind einige. Ich weiß nicht, ob wir die wollen. Nee, eigentlich nicht, aber das Ding keine Waffe hat. Hier drüben ist eine. Oder im Haus ein. Auch ein, zwei. Was, lass die erstmal dort wegkommen, bis wir. Ha! Habt ihr das gesehen? Na, ich sah mehr, ich sah mehr. Von hinten gemessert habe. Also, wir sollten nach unten gehen, vielleicht. Weil oberhalb sind ziemlich viele. Ja, gut, das Haus könnten wir eigentlich noch mitnehmen. Ja, wobei, da sind einige drin. Ja, wenn der. Lass sie mal kommen, lass sie kommen. Lass sie dort kommen, direkt von dem Fenster. Okay, vier sind drinnen. Drei sind draußen. Ah,
Oh, FPS-Einbrüche des Todes. Ich hab einen noch gemessert. Oh. Die tötet dich gerade. Ich kann gerade nichts. Naja, alles gut, okay. Gut, dass ich das Küchenmesser mitgenommen habe. Entfern mal die Glas. Ja, mach ich. Hier ist ein Ring. Ja. Ich werde Herr der Ringe. Ja, der Ring macht dich auch nicht unsichtbar. Offen. Noch ein Küchenmesser. Yay. Pfeffer. Aber ich sag mal, Essensprobleme sind jetzt geregelt. Ich habe hier so viele Dosen. Oh Gott, ich wollte hier, ich bin hier. Hier sind zwei Zombies. Ja, was soll ich machen? Ich habe ein Küchenmesser, Hause. Ja, ich hause ja schon. Hilf mir, Lukas, ich habe nur ein scheiß Messer. Hilf mir auch, ich habe nur ein scheiß Golfschläger. Ich habe gar nichts mehr, mein Ding ist kaputt. Ja, wir bräuchten neue, so. Wir bräuchten neue Waffen. Eine Zeitung mitnehmen. Eine Zeitung, kann ich damit kämpfen? Nee, mit einer Zeitung. Badetuch. Kannst du nicht kämpfen. Na okay, dann lass zurücklaufen, oder? Wir sind ja nicht sonderlich weit weggegangen. Haben wir Waffen überhaupt zu Hause noch rumliegen? Ich glaube, wir haben nichts mehr, ne? Kaputte, viele kaputte. Wir sollen vielleicht einfach looten oder so. Hast du noch ein Küchenmesser für mich, das? Dann habe ich wenigstens was. Ja, kann ich dir geben. Hier auf dem Boden liegt's. Sehr gut. Aber wie gesagt, das ist ziemlich schwach. Das kann zwar den Gegner, also den Zombie mit einem Hit töten, aber da musst du ziemlich nah ran. Das ist gefährlich. Oder wir müssen mal... Na, dann lass da unten gehen, oder? Ja, lass es... Nee, lass es mal wegschaffen, das Zeug. Da sind noch zwei. Da sind vier. Dann lass die Häuser noch mitnehmen. Lass lieber laufen. Mit dem Küchenmesser muss man sehr gute Erfahrung haben. Bist du ziemlich schnell tot. Weil wenn es beim ersten Mal nicht sitzt, der Treffer, dann haust du einfach nur wild rum und es ist nicht so schön. So, wir teilen uns auf. Das ist immer sehr gut in der Zombie-Apokalypse. Immer aufteilen. Ja, wie im Film. Ja, genau. Und einer kommt nicht an. Dann wundern sich alle, wo der andere ist. Dann gehen sie dem hinterher und merken, oh mein Gott, er ist tot. Oh nein, Dustin, ich hab mich verlaufen. Was soll ich nur tun? Ja, mach die Tür doch. Hier sind aber einmal so viele. So. Ich glaube, ich schau mal kurz. Doch, wir haben... Hauptsache, mach die Tür zu, bevor ich überhaupt drinnen bin. Zwei Holzkleber, zwei Klebebänder, zwei Kleber. Wir haben nicht genug, glaube ich, zum Reparieren. Wir haben einen. Ja, sonst macht euch einfach Steinäxte. Ja gut, dann müssen wir halt draußen mal ein bisschen was suchen, ob wir was finden vielleicht. Wie beschrift ich mein Blatt Papier? Mit einem Stift? Schreibe etwas auf deres Notizbuch. Genau. Und da ist es wichtig, was ich reinschreibe, und kann einfach schreiben und dann später lesen. Ja, du kannst, das schreibt das automatisch. Und das ist egal, was du schreibst, das macht das automatisch. Und das Hallo. Kannst du dann später lesen. Echt, du kannst was reinschreiben? Kannst du echt was reinschreiben mittlerweile? Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich habe ja gefragt, was ich reinschreiben soll. Ja gut, nee, ich dachte, ich habe mich gerade gewundert so ein bisschen. Weil, gut, ich kannte das noch nicht, dass man was reinschreibt. Achso, nur, ich glaube, das Notizbuch, was ich habe. Mhm. Ja. Aber das kann ich reinschreiben, auch immer wieder neu reinschreiben, also mir nur Notizen machen auf gut Deutsch. Ach so, okay. Also so ist, als ich gespielt habe, ist schon ein bisschen länger her, da war das so, dass du dann was reingeschrieben hast. Also das hat es automatisch gemacht, also du konntest nichts eingeben. Und danach konntest du das lesen wie ein ganz normales Buch und hast dadurch Stress abgebaut. Wo hast du die Nägel drin? Ich glaube, öffne Dose mit Hundenfutter. Ah. Hier hinten, okay. Gehen wir gleich wieder weiter looten oder soll ich jetzt zu Hause schnell was trinken? Trink hier was. Ja, trink am besten was und ess was. Habt ihr schon eure Sachen einsortiert, die ihr gefunden habt? Ja, ich bin fast fertig. Taschentuch und Wattebäuchen, also das ganze Medizin. Das würde ich oben ins Bad legen. Okay. Blatt Papier war irgendwo hier drüben. Dose mit Hundenfutter, öffne Dose. Oh. Was denn? Ich bin mal hier Felder bewässern. Okay, ja, aber das wäre ganz gut. Sonst gehen die uns vielleicht noch kaputt am Ende. Ja, ne, trocken. Oh, das nicht. Wieso? Das ist nicht so gut. Ja, so, ich schau mal kurz, was in dem Erste-Hilfe-Kasten drin ist. Dann ergänze ich da vielleicht noch das Flasche Desinfektionsmittel. Nein, muss jemand von euch was essen? Hm? Ob jemand von euch noch was essen muss? Wie meinst du, bei was?
Ich hab aus Versehen meine Dose mit Hundefutter geöffnet. Also ich habe mein Buch gelesen, hab damit alles mögliche angeklickt, das hat nicht funktioniert. Und als ich fertig war mit Lesen, hat es bei mir alles gedingst, ne? Also ich habe jetzt eine offene Dose mit Hundefutter und hab schon gerade gegessen. Ja, die geht nicht so schnell kaputt, also keine Sorge. Ja, weil nur noch ist das Essen frisch, wenn ich das jetzt verdirbt. Ja. Okay. Hä, wo das muss ist jetzt ja was wieder hin? So widersprüchlich. Zustand gesund, krank, ja. Und hier bei der nächsten, Zustand krank, krank, nein. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wo ich mein Zeug hin tun soll. Wo war das Papier letztens? Ja, Papier würde ich ins Bücherregal da rein... Richtig. Ja. So. Okay, Blatt Papier. Mein Golfschläger, meinen kaputten? Den tue ich immer in die Kisten da rein, ja. Da können wir dann später reparieren, wenn wir genug Zeug haben, aber momentan haben wir nicht genug Zeug. Kugelschreiber, der Notizbuch, die Waffen können wir hier hinten bei mir mit rein tun, hier in die Eckkiste hier. Ach so, okay. Ja gut, ich hab die Waffen nämlich alle eigentlich hier oben ins Küchenregal gestellt. Also da sind die Pistole drin und die Schachtel mit Schrotpatronen. Wo tue ich meinen Stift hin? Beziehungsweise meinen Kugelschreiber? Ja, den würde ich auch ins Bücherregal. Bücherregal mitlegen. Ach so, ja, ist ja logisch. Boah, bin ich gerade verpeilt. Der ist schon ein Stift drin. Ja, da kannst du mehrere Stifte reinlegen. 30? 30 auch in diese Boxen, wo die kaputten Sachen drin sind. Mein Ring? Den kannst du behalten. Den braucht keiner. Okay, und Stofffetzen, Taschentuch, warte, nein, okay, Stofffetzen behalte ich. Ja, die kannst du behalten, einfach erstmal das... Aber hier Schmerztabletten und sowas kann ich alles oben ins Bad reinbringen, oder wie? Ja, genau. Dann lass mal Abschlussbild im Bad wieder machen, oder? Ja. Taschentuch. So. Wattebällchen. Taschentuch. Schmerzpillen. Mir ist immer noch übel, ne? Ich bin krank. Warte, ich will dich gerade noch medizinisch untersuchen, einfach mal. Ja, ich untersuch dich. Nicht mal bewegen. Bitte. Oh, der Onkel Doktor muss mal gucken. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus, okay. Eigentlich geht's ja noch ganz gut. Ja, wie sieht's bei dir aus? Bei dir sieht's auch. Also so von den Werten her. Was war ich mal gebissen? Du hast noch eine verdreckte Bandage, aber ansonsten. Ja, dann guck mal später. Also Stärke ja und Heilungsprozess stark reduziert, krank. Ja, gut. Aber ich bin ja gerade nicht verletzt, also ist krank nicht so schlimm. Ja, wir wechseln einfach in der nächsten Folge dann die Bandagen. Ja. Müssen wir glaube ich nicht. Ich bin ja nur krank. Das heißt, wenn ich hier keine vollen Leben habe, regeneriere ich langsamer. Und ich hau nicht so stark zu. Genau. Aber das sollte ja irgendwann weggehen. Ja, das meine Bandagen sind ja nicht der Grund von meiner Krankheit. Nee, das sind sie. Das ist einfach, weil ich das verdorbene Zeug gegessen habe. Das wird ja dann einen Tag wieder weggehen oder so. Ja, hoffentlich. Das heißt, wir können es. Ja, denke ich mal. Vielleicht bin ich auch morgen tot. Vielleicht auch nicht. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.